Überall auf Social Media bekommt man heutzutage Tipps, wie man mit einer angeblich perfekten Schlafroutine seinen Schlaf verbessern und vor allem seine Schlafqualität optimieren soll. Aber was ist an diesen Tipps wirklich dran? Ich habe den Selbstversuch gemacht und die letzten 7 Tage lang die Schlafroutine von Erling Haaland getestet. Diese hat er letztens in einem Podcast verraten und gesagt, dass seine Schlafroutine einen großen Teil dazu beiträgt, dass er seine Topleistungen auf dem Platz abrufen kann. Aber wie sieht diese Schlafroutine genau aus? Zusammengesetzt ist diese aus 3 Teilen und startet schon mitten am Tag, denn Haaland trägt eine sogenannte Blaulichtfilterbrille. Außerdem isst er 3 Stunden lang, bevor er schlafen geht, nichts mehr und, das wohl Spannendste, er klebt sich über Nacht den Mund zu. Ob das aber wirklich was bringt, das habe ich für euch herausgefunden. Heute ist Tag 1 und heute startet das Experiment für mich und zwar mit dieser Brille hier. Um genauer herauszufinden, was so eine Brille aber bringt und auch was die anderen Schlafroutinen von Haaland bewirken, habe ich mit Joe gesprochen. Er ist Personal Trainer, Schlafcoach und Biohacker und hat mir hier einige Dinge erklärt. Unter anderem trägt Erling Haaland, bevor er schlafen geht, noch eine sogenannte Blaulichtfilterbrille. Was ist denn deine Einschätzung zu diesen Brillen hier? Auf jeden Fall eine super Sache, gerade am Abend dann auch, wenn man noch zum Beispiel eine Runde Netflix guckt, am Handy ist, am Laptop, gerade in unserer digitalen Welt. Das Ding ist halt einfach, dass dieses blaue Licht, wir nehmen es nicht als blaues Licht wahr, es ist eher so dieses grelle Licht, ja, das hat eine ähnliche Wellenlänge von der Lichtfrequenz wie das Sonnenlicht. Und Tageslicht ist der wichtigste Faktor, um unserem Körper quasi zu signalisieren, hey, der Tag geht los. Das wollen wir natürlich am Abend vermeiden. Ja, und dadurch so eine Blaulichtfilterbrille ist da auf jeden Fall super, vor allem wenn man dann halt noch irgendwie digitale Medien oder sowas doch nutzt. Meine Empfehlung ist aber generell eigentlich immer, vor allem wenn man mit dem Einschlafen auch Probleme hat oder mit dem Schlaf generell, einfach am Abend mal 2 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen wirklich mal die digitalen Medien ausschalten, Licht dimmen, Lichter ausmachen und sich da schon wirklich in einem dunkleren Setting einfach bewegen. Ganz auf digitale Medien verzichten wollte ich am Abend nicht, aber ich habe die Brille dann zum allerersten Mal getragen. Und weil ich außerdem gelesen habe, dass die Brille auch Kopfschmerzen vorbeugen soll, habe ich auch hier auf einen positiven Effekt gehofft. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Gewöhnungssache, aber nach den ersten 5 Minuten habe ich eher das Gefühl, dass ich Kopfschmerzen bekomme, als dass diese Brille Kopfschmerzen verhindert. Ich konnte mich zwar etwas mehr an die Brille gewöhnen, aber einen wirklich positiven Effekt habe ich am ersten Tag noch nicht gespürt. Dann kam die erste Nacht. Ich habe mir hier solche Schlaftapes besorgt, mit denen ich mir jetzt gleich den Mund zukleben werde. Aber was genau bringt es eigentlich, sich mit so einem Mundpflaster über Nacht den Mund zuzukleben? Es geht um dieses Thema, durch die Nase zu atmen. Es gibt verschiedene Vorteile, weil der Mund, muss man einfach mal so sagen, ist zum Sprechen, zum Essen, zum Trinken und vielleicht noch zum Küssen da. Ja? Aber die Nase ist zum Atmen gemacht. Wir haben alle Nasenhaare zum Beispiel auch, ja, Nasenschleimhäute. Das ist wie so eine Filterfunktion schon mal, ja, für diese Umgebungsluft. Durch die Nasenatmung können wir da schon mal diese Qualität der Luft, ja, die wir einatmen, schon mal verbessern, weil bestimmte Sachen rausgefiltert werden. Weiterer wichtiger Vorteil von der Nasenatmung ist auch das Thema, dass wir entspannter atmen. Das sehe ich auch immer wieder, vor allem bei Menschen zum Beispiel, die ein bisschen von Übergewicht geplagt sind, da sieht man das häufig. Wenn dann noch durch den Mund geatmet wird, Mund-Mund-Atmung, also durch den Mund ein und durch den Mund aus, dann entsteht eine Art Überatmung. Was signalisiert das unserem Körper? Stress. Wir wollen diesen Stress eigentlich nicht im Alltag und vor allem nicht, wenn wir schlafen wollen, weil Stress ist eigentlich genau das, was schlechten Schlaf auch begünstigt. Wir wollen Entspannung. Entspannung ist der Schlüssel für guten Schlaf. So sehen diese Tapes aus und ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich kann jetzt gleich nicht mehr reden, wenn ich das Pflaster auf meinem Mund habe, aber ich mache mir das jetzt drauf und dann gehe ich die erste Nacht schlafen. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich gut geschlafen habe, aber das Ganze war auch ein bisschen komisch. Zunächst konnte ich nicht wirklich einschlafen, weil ich mich übel darauf konzentriert habe, über die Nase zu atmen und weil das Ganze auch einfach ungewohnt war. Deswegen habe ich mir das Pflaster kurz nochmal weggemacht, aber dann habe ich mir einfach ein neues drauf gemacht und konnte dann super einschlafen. Aber ich habe die komplette Nacht durchgeschlafen, das war lange nicht mehr der Fall. Und als ich gerade aufgewacht bin, habe ich mich auch direkt fit gefühlt, obwohl ich nur 6 Stunden geschlafen habe. Normalerweise, wenn ich 6 Stunden schlafe und morgens aufwache, bin ich absolut tot und brauche erstmal eine halbe Stunde,
um richtig wach zu werden. Das war heute aber anders und ich fühle mich irgendwie direkt schon fit. Und vor allem fühlt sich mein Mund irgendwie clean und nicht so trocken an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber normalerweise, wenn ich aufwache, habe ich immer einen brutal trockenen Mund, muss erstmal was trinken und mir die Zähne putzen. Aber heute hatte ich dieses Verlangen irgendwie nicht direkt. In der nächsten Nacht teste ich zusätzlich noch Nasenpflaster, die das Atmen über die Nase erleichtern sollen. Aber dazu später mehr. Zuallererst wollte ich aber wissen, warum es sinnvoll sein kann, mehrere Stunden vor dem Schlafen nichts mehr zu essen. Das Thema Verdauung spielt eine zentrale Rolle. Das wird auch bei dem Erling Haaland eine zentrale Rolle spielen, ja, dass er wirklich diese Grundverdauung erstmal abgeschlossen haben möchte, wenn er sich hinlegt. Ja, das ist auch super wichtig, weil unser Schlaf hat im Endeffekt auch so eine To-Do-Liste, die abgearbeitet werden soll. Wenn da jetzt noch über der To-Do-Liste die Priorität steht, Verdauung, ja, dann können andere Prozesse nicht abgearbeitet werden. Ja. Also deswegen ist es super sinnvoll, wirklich 3 bis 4 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen keine größeren Mahlzeiten mehr zu essen, vor allem dieses schwere, fettige Essen, was lange benötigt, um verdaut zu werden erstmal. Heute kommen für mich außerdem diese Nasenstripes hier dazu. Das sind quasi Nasenpflaster, die man sich oben auf die Nase draufklebt. Das Ganze soll beim Sport, über Nacht oder einfach tagsüber das Atmen über die Nase erleichtern. Erling Haaland soll diese Nasenpflaster auch ab und zu über Nacht tragen und deswegen kommen sie heute ab Tag 2 bei mir dazu. Aber bringt das eigentlich wirklich was? Da kann ich jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe das auch mal ausprobiert, ähnlich wie du, auch in der Kombination mit dem Mund zu kleben. Ich habe bei mir persönlich da keinen großen Effekt gespürt, habe es deswegen dann auch sein lassen, aber auch hier ausprobieren. Ich denke mal, gerade bei diesen Sachen ist es so oder so eine Sache, wo man das für sich experimentieren muss, ausprobieren muss. Hat das einen Effekt oder hat das keinen Effekt? Ich bin gerade aus dem Training heimgekommen und normalerweise würde ich jetzt direkt was essen. Weil ich aber in knapp einer Stunde ins Bett gehen will, muss ich das Essen heute weglassen. Ich liege jetzt ich habe auf die Uhr geschaut, seit genau einer Stunde wach und kann einfach nicht einschlafen. Ich habe so brutal Hunger, es geht einfach nicht. Vor allem steigere ich mich auch selber rein, weil ich die ganze Zeit an Essen denke und mein Magen dann anfängt zu knurren. Ich will doch einfach nur schlafen. Ich trinke jetzt nochmal was, klebe mir ein neues Pflaster drauf und dann versuche ich nochmal einzuschlafen. Irgendwann konnte ich dann doch einschlafen und habe auch wieder richtig gut geschlafen. Ich habe auch das Gefühl, dass mir das Nasenpflaster dabei wirklich geholfen hat, gut Luft zu bekommen. Und das war auch in den kommenden Tagen so. Ich habe es geschafft, so zu essen, dass ich nicht hungrig ins Bett gegangen bin, aber auch 3 Stunden bevor ich schlafen gegangen bin, nichts mehr gegessen habe. Auch die Blaulichtfilterbrille habe ich weiterhin abends getragen, mir jeden Tag meinen Mund zugeklebt und zusätzlich noch Nasenpflaster verwendet. Das Projekt ist jetzt fast zu Ende und es ist irgendwie krass zu beobachten, dass ich auch im Alltag oft einfach nur über die Nase atme. Das habe ich davor gar nicht gemacht, beziehungsweise konnte ich auch irgendwie nicht nur über die Nase atmen. Da ist jetzt durch dieses Selbstexperiment, glaube ich, so viel Routine reingekommen, dass ich das einfach automatisch mache. Und ich weiß nicht, es fühlt sich auch irgendwie gut an, nur über die Nase zu atmen. Bisher hatte ich halt immer den Mund offen, wenn ich geatmet habe und das sieht halt auch einfach scheiße aus. Deswegen mein Tipp an euch, probiert es auf jeden Fall mal aus, vor allem wenn ihr euch irgendwie unwohl damit fühlt, immer über den Mund zu atmen und dann den Mund immer irgendwie offen zu haben. Ich weiß auch nicht, ob das Struggles sind, die nur ich habe oder ob es da Leuten von euch ähnlich wie mir ging, aber das hat mir wirklich geholfen. Ich könnte das Video jetzt auch noch ewig in die Länge ziehen und von jedem einzelnen Tag berichten, wie es mir jeweils ging, aber ich glaube, das wirklich Interessante ist, was sich nach 7 Tagen geändert hat. Deswegen hier das Fazit nach einer Woche. Ich habe das Gefühl, dass mir die Schlafroutine wirklich einige Vorteile gebracht hat. Zum einen konnte ich von der ersten Nacht an gut und vor allem wieder durchschlafen. Außerdem hat mir meine Freundin davon berichtet, dass ich nicht mehr geschnarcht habe, was ich davor so gut wie jede Nacht getan habe. Was ich außerdem noch beobachtet habe, ist, dass ich morgens nicht mehr so starken Mundgeruch hatte, meinen Mund nicht komplett ausgetrocknet und ich nicht das Verlangen hatte, direkt den kompletten Wasserhahn zu ächzen. Auch das Nasenpflaster hat mir gefühlt geholfen, über Nacht besser Luft zu bekommen. Auch tagsüber und teilweise beim Sport habe ich das Nasenpflaster ab und zu getragen und hatte das Gefühl, besser durch die Nase atmen zu können. An 2 Dinge konnte ich mich allerdings nicht so ganz gewöhnen. Und zwar einmal an die Blaulichtfilterbrille. Vor allem, wenn ich abends vor dem PC saß, war die Brille eher unpraktisch, weil ich abends meistens noch Video schneide und dabei auch mit Farben arbeite und die Farben korrigieren muss. Durch die Brille sieht man aber alles in Orange. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich Farben korrigieren wollte, musste ich die Brille absetzen. Und damit sind meine Augen gar nicht klar gekommen, weil sie sich immer an das neue Licht gewöhnen mussten und ich davon einfach nur Kopfschmerzen bekommen habe. Auch das 3 Stunden vor dem Schlafengehen gar nicht
nichts mehr essen, werde ich zukünftig wahrscheinlich nicht mehr durchziehen. Gerade wenn ich nach dem Training nach Hause komme, brauche ich auf jeden Fall was zu essen. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, hier leichte Dinge zu essen. Ich finde die Schlafroutine trotzdem geil und werde Teile wie das Mundzukleben oder das Nasenpflaster auch weiterhin beibehalten. Habt ihr Teile der Schlafroutine von Erling Haaland selber schon mal ausprobiert? Schreibt es mal in die Kommentare und auch, wie es euch damit ging. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Joe, der sich Zeit für mich genommen hat und mir seine Einschätzung zu dem Thema gegeben hat. Sein Insta-Account und sein Podcast sind beide in der Videobeschreibung verlinkt, also schaut bei ihm gerne vorbei, wenn ihr noch mehr zu dem Thema erfahren wollt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Experimente in diesem Stil sehen wollt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal.